her. Heute steht mein Date mit Eva an. Heute erfährt sie endlich, wer die ganze Zeit ihr heimlicher Verehrer war. Alter, ich kann echt nicht glauben, dass das wirklich passiert. Was hol ich mir? Das war Langeweile, der Typ. Nino, zwei Fragen. Erstens, wie siehst du eigentlich aus? Und zweitens, warum riechst du so, als hättest du ein Parfüm gebadet? Also, du bist überall erstens einmal sehe ich gut aus, okay? Zweitens riecht das Parfüm mega geil. Und drittens will ich Eva heute beeindrucken. Ich will, dass sie aus den Socken fällt. Wird sie so. Das sieht schrecklich aus. Wirklich, du siehst aus wie ein Opfer. Was ist das? Das sieht cool aus. Nino, nein, das sieht überhaupt nicht cool aus. Weißt du, wieso du sie aus den Socken raus? Ich wollte dich gerade loben, so wegen deinem Tipp nochmal mit der normalen, also mit meiner richtigen Nummer da zu schreiben und so, aber du hast es gerade verkackt. Das ist auch ein guter Tipp, aber ich gebe dir noch einen Tipp. Wenn du nicht willst, dass sie schreien vor dir wegrennt und das nicht, weil du ihr Schüler bist, der ihr heimlicher Verehrer ist, sondern weil du so aussiehst und so riechst. Du kannst ruhig mal ein bisschen leiser reden. Ich weiß, du hast Temperament, aber ein bisschen leiser. Schämst du dich gar nicht? Warum sollte ich mich... Was treibst du hier? Nichts. Was treibst du hier? Ich hab ein Date. Du hast ein Date? Ja, mit einer Frau. Mhm. Ja, die ich kennengelernt habe letzte Woche. Stimmt das? Shisha-Bar. Ja, Shisha-Bar. In der Shisha-Bar ist eine richtig süße. Ja, ja. Eine richtig süße. Ja, ja. Cool, freut mich. An deiner Stelle würde ich nicht so dick auftragen, okay? Mhm. Ich würde mir das mit dem Outfit nochmal überlegen, du schaust aus wie ein Clown. Und wenn du mein Parfüm benutzt, Alter, dann mit Stil, okay? Danke. Ja, zwei Spritze. Ja. Was soll diese Locke da? Willst du cool sein mit der Locke? Es macht die Tür zu. Weniger ist mehr, Nino. Soll ich dir helfen? Wenn du mir unbedingt helfen willst, ja, wenn ihr überall sagt, weniger ist mehr. Ja, gut, dann machen wir das. Was ist das hier? Lass bitte du meine Ketten in Ruhe. Okay, du Clown, geh raus, ich muss kacken. Wir haben den Vorvertrag unterschrieben. Wir sind so gut wie Chefs. Wir warten da mal. Komm mal ein Glas für Eva. Ich muss auch mal trinken jetzt hier. Ich freue mich für euch. Hamburg, wie war's? Toll, toll. Ja? Herzlichen Glückwunsch an Hannah. Danke. Danke. Alles gut? Mucki, du musst mal auf Toilette, oder? Ja, ich gehe mit Mucki noch. Super, lieb von dir, danke schön. Ja. Bis später dann, ja? Ja, tschüss. Ja, ich hol dann mal was vom Bäcker. Ich hab nämlich so einen Hunger. Cool. Ups. Nicht, dass wir nachher alle besoffen sind. Oh, naja. Du bist ganz schön da aufgeregt, ne? Das Date war doch heute, oder? Nenn's mal nicht Date. Ja, Alter. Das wird kein Date. Also ich hab's zwar vermeintlich so durchklingen lassen bei der Nachricht an den Schüler, aber definitiv wird das der Einlauf seines Lebens, der dann da steht. So. Viel besser, oder? Meinst du, das sieht nicht ein bisschen zu normal aus? Also. Nino. Darum geht es ja, dass du aussiehst wie ein normaler, gut aussehender junger Mann. Und vor allem, dass du auch normal riechst. Aha. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob du es nicht glauben wirst, aber Frauen stehen auf Männer, die sie selbst sind. Und das vermittelst du damit, ist gut. Okay. Ja. Hey, nicht mehr lange und bald ist es soweit. Dann stehe ich vor Eva. Ja. Dann wird sie wissen, dass ich die ganze Zeit der Typ war, der mit ihr geschrieben hat. Mhm. Wie wird die erste Reaktion sein? Naja, ganz egal. Ich hoffe, sie wird erleichtert sein, weil da muss ja eine Verbindung zwischen uns sein. Sie muss sich ja selber gespürt haben. Mhm. Ja? Wenn sie empfänglich ist für sowas, bestimmt. Du, der kriegt sowas von sein Fett weg. So kann man doch nicht mit mir umgehen. Mhm. Also mit den Gefühlen einer Frau spielen. Ich bin eine Lehrerin, eine Respektsperson.
werde dem so richtig die Leviten lesen. Das kannst du aber wissen. Wenn dann überhaupt jemand auftaucht. Warum sollte nicht? Ne, der wird sich doch bestimmt nicht selbst ans Messer liefern. Außerdem, bei der Klassenfahrt ist doch auch keiner aufgetaucht, oder? Das hat nichts zu heißen. Da wird bestimmt einer dastehen. Und wenn er sich bloß irgendwo versteckt und mich beobachtet und sich einen ablacht, weil ich dort wie bestellt und nicht abgeholt stehe. Oder hoffst du vielleicht, dass es doch noch Mr. Wright sein könnte? Nein, definitiv nicht. Die Hoffnung habe ich schon längst aufgegeben. Okay. Du kannst dir sicher sein, dass ich dir von Herzen alles Glück der Welt für dieses Treffen wünsche. Und vor allem, egal wie es ausgeht, ich bin für dich da. Ja, danke, Chiara. Naja, ganz egal, wie es ausgeht. Ob sie meine Lehrerin ist oder ob ich ihr Schüler bin. Mhm. Liebe kann man nicht leugnen. Mhm. Ja. Richtig. Okay. Wie spät? Ja, ich glaube, wir müssten jetzt langsam auch los. Okay. Ich bin auch nervös, glaub mir. Ja. Okay. Lass dich so, das mache ich später. Warte, warte. Lass das Bett in Ruhe. Ja. Warum bin ich so aufgeregt, Mann? Ich bin's auch. Ihr seht ja richtig gut aus. Danke. Habt ihr ein Date oder was? Also, Nino hat ein Date. Ich nicht. Nee, ich nicht. Ja, dann. Viel Spaß. Wir sind nur Freunde. Ja, tschüssi. Ciao. Komm. Mein Herr. Hallo, Eva. Eva, ich liebe dich. Ich liebe dich. So rausgeputzt. Ja, kann man so sagen. Keine Zeit für dich. Ich bin hier verabredet. Ja. Ich glaube, das bist du mit mir. Was? Also, die sind für dich. Moment. Spielst du mir gerade einen Streich? Oder ist das. Wo ist die versteckte Kamera? Hast du jetzt noch deine anderen Mitschüler hier mit? Oder? Nein, Eva. Was machst du gerade hier? Das ist keine versteckte Kamera. Das ist echt. Wie? Nein. Du verarschst mich doch gerade. Nein, Eva. Die sind für dich. Nino, Moment. Heißt das, ich habe mit dir die ganze Zeit geschrieben? Ja. Du bist Mr. Unbekannt? Ganz genau, ja. Moment, Moment. Das geht mir gerade irgendwie zu schnell. Wir haben die ganze Zeit diese romantischen Zeilen miteinander geteilt und mit einem Schüler habe ich das gemacht? Nein, du machst dir doch einen Spaß aus mir. Ist das irgendeine Challenge von euch? Hier, macht die Lehrerin klar? Wer ist als erstes drauf oder wie? Also bitte, Nino, wirklich, so ein Quatsch kannst du nicht mit mir machen. Ich bin eine gestandene Frau. Wirklich. Also, unfassbar. Eva! Warte doch mal, Eva! Eva! Jetzt warte doch mal. Eva, ja, ich bin Mr. Unbekannt. Ja, wir haben diese romantischen Liebesteilen geschrieben, aber ich habe aus tiefstem Herzen geschrieben, okay? Kannst du dir vorstellen, was das mit mir macht? Kannst du dir vorstellen, was es mit mir macht? Das ist unfassbar. Wie kannst du davon ausgehen, dass ich was mit dir anfangen würde? Ich bin deine Lehrerin, du bist mein Schüler. Ach, ich hätte Gefühle entwickeln können. Ich hätte mich auf die Nachrichten freuen können. Ich hätte mich auf alles, was da hätte kommen können, gefreut. Und du machst dir einen Spaß daraus, mit mir zu schreiben hier? Eva, dass du meine Lehrerin bist, weiß ich.
Aber das geht mir momentan am Arsch vorbei. Weißt du warum? Weil ich spüre, dass da zwischen uns was ist. Schon allein, wie wir geschrieben haben, Eva. Schon allein, wie du mich anguckst. Und es war noch nie so bei mir. Ich empfinde was. Eva, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ino, nein. Das kannst du mir doch nicht sagen. Eva. Es gibt Grenzen, wirklich. Das geht jetzt hier zu weit. Es gibt Ino, das Grenzen? Kannst du nicht machen mit mir. In einer Liebe gibt es keine Grenzen, Eva. Weder noch Gesetze oder Regeln. Ich kann mir noch nicht aussuchen, in wem ich mich verliebe. Und ich habe mich in dich verschossen. Das mag sein, aber ich kann das nicht eingehen. Kannst du dir vorstellen, was das für Konsequenzen für mich hat? Weil das rauskommt, dass Eva, ich was... Eva, wenn es rauskommt, hin oder her. Nur weil es die Gesellschaft nicht erlaubt, ich scheiß auf die Gesellschaft. Ich liebe dich. Und du kannst es nicht verneinen. Du vielleicht. Ich schon. Unterlasse das mir zu schreiben. Finde keinen Kontakt mehr zu mir. Das war's. Sonst hat's Konsequenzen Eva, für dich. Eva, ich sorge dafür, warte. Dass du von der Schule fliegst. Wirklich. Ich kann das so nicht mitmachen. Das war's. Meld dich nicht mehr bei mir. She's still got my heart. 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 Hey Nino, was geht ab? Ich bin's, Kira. Wie lief das Date? Alles cool? Meld dich mal bei mir, okay? Mr. Casanova, willkommen zu Hause. Alles besser, erzähl's mir, wie ich es, hä? Komm rein. Ich glaube nicht nur die Tür, oder? Deine Laune ist genauso gut wie meine. Wieso lief dein Date nicht gut? Puh. Lenk mal nicht von dir ab. Wir kommen da gleich drauf. Meinst du es überhaupt nicht wichtig? Dein Date ist wichtig. Du hast dich die ganze Zeit darauf gefreut. Also wie jetzt? Stimmt. Aber am Ende wirst du nicht glauben, was da passiert ist. Was? Da stand ein Schüler. Wie ich es von Anfang an gedacht habe, da stand tatsächlich ein Schüler mit einem Blumenstrauß. Wir trinken erstmal ein Weinchen. Trinken davon. Wie viel Wein hast du da? Genug. Erzähl! Es lief scheiße. Reicht das als Antwort? Dein Ernst? Willst du drüber reden? Nicht wirklich, Mann. Ich meine, ich war einfach nur naiv und. Naja, ist jetzt passiert und fertig. Mach dir keinen Kopf. Hey, ich bin dein großer Bruder, natürlich mach ich mir einen Kopf. Wo denkt der hin, dass sich wirklich eine Lehrerin auf einen Schüler einlässt? Ich habe mich die ganze Zeit total verarscht gefühlt. Also, er hat das auch noch weiter durchgezogen. Ich dachte, ich habe den ja noch bloßgestellt. Dass wohl seine Mitschüler hier stehen. Dass er ja, einen riesengroßen Prank mit mir macht oder irgendwas. Oh nee, der blieb beharrlich an seiner Geschichte. Scheiße, was ist denn an dieser Schule los? Chiara, kennst du die? Ja, Chiara. Basti. Uganda Basti. Ah, Uganda. Genau. Die hat sich auch irgendwie unsterblich in ihn verliebt und er hat ihr dann eine Abfuhr erteilt und dann ist sie zur Schulleitung, hat aber gesagt, die hätten was miteinander gehabt, ein riesengroßes Chaos. Also letztendlich ist er ja wieder an der Schule, aber ja. Was ist denn an der Schule los? Wirklich? Weiß ich auch nicht. Versteh mich bitte nicht falsch, Dean, aber ich will einfach nur gerade alleine sein. Natürlich nicht. Das kann ich verstehen. Aber lass mich dir noch was sagen. Egal, um was es geht, das macht dich stärker. Okay? Und wenn was ist, ich bin nur eine Tür von dir entfernt. Das heißt, du kannst mit mir immer reden, egal wann. Lass dich nicht hängen. Okay? Gut. Eva hat mich heute einfach nur abserviert. Als wären meine Gefühle für sie nur ein Witz. Dabei habe ich es doch gespürt. Ich habe gespürt, dass zwischen uns etwas war. Aber heute hat sie mich angesehen wie ein kleines, dummes Kind. Scheiße, Mann. Ich bin 30, der ist 16. Hör mal zu. Ja, eben, der ist 16, Eva. Gehen die Hormone Eva. Mit dem durch? Was kann der sich nur einbilden? Eva,
Der ist 16. Weißt du, vielleicht wollte und will und hat er dich gar nicht verarscht, sondern... Halt, stopp, lass mich ausreden. Vielleicht hat er sich wirklich in dich verliebt. Schon mal darüber nachgedacht? Was meinte, wie schwer ihm das gefallen sein muss, zu dir zu kommen mit Blumen? Also, ja, ich weiß, wo du hindenken willst, aber nein, das hat Grenzen. Das kann nicht angehen. Ich habe ihm ja wirklich noch mit Schulverweis gedroht, dass er mit Gefühlen spielt mit einer, von einer erwachsenen Frau. Ja, Eva, ich verstehe und du hast vollkommen recht, ja, aber wenn er denn doch wirklich Gefühle hat, müsste man vielleicht ein bisschen sensibler mit dir umgehen. Ich meine, dir hat es doch auch gefallen, die ganzen Nachrichten. Ich meine, du warst ja wirklich auf Wolke 7, ey. Dein Herz hat einen Sprung gemacht. Du konntest ja kaum erwarten, dass er wieder schreibt oder sich meldet. Also es hat dir ja schon gefallen. Ja. Darauf trinken wir lieber. Ach, was soll's. Was ist, wenn Paula recht hat? Und Nino das ernst gemeint hat mit seinen Nachrichten? Ah, gleich hast du. Hab ich nicht gesagt. Mann, Schmitti, Mann, was ist denn los? Ihr seid ja wieder da. Tätowieren tut man Menschen. Ich bin ein Mensch. Ich sag dir, was wir jetzt machen. Du tätowierst mich. Was hältst du davon, wenn wir nach Schnitte einfach ein Bräunungsding hinstellen? Geil! Ja? Was sagst du? Ich habe von der Freundschaftsagentur meinen ersten Kunden bekommen. Übrigens, es gibt 300 Euro für den Job. Was machst du denn hier? Hör auf! Hör auf mit dem Scheiß, Mann! Mit diesen engen Hosen richtig gut. Ach so, das ist so ein Ding bei euch. Okay. Was? Ja, okay, Digga. Benni, viel Spaß!